Dann erklimmen wir den Turm und dann würde ich mal sagen. The roof, the roof, the roof is on fire. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich da hochkomme, ne? Das sieht doch sehr nach Hochkommen aus. Und da ist bestimmt auch eine Leiter installiert. Nein, ist sie nicht. Ah, okay. Du kommst da doch hoch. So. So. Okay, verstehe schon. Da hoch und an die Fenster. Einkommen eingezahlt. 60 Florin im Banktresor. Sind schon wieder 20 Minuten vorbei. Nicht zu fassen. Das sind zwei Parts. So, anzünden. Düstere Musik. Oh, da kriege ich Angst. Beklauen wir erstmal ein paar Leute, weil die sehen ein bisschen wohlhabender aus. 20 Florin, 14 Florin. Sehr schön, die Dame darf auch noch zahlen. Dankeschön, 22 Florin. Und alle haben Angst vor mir, weil ich Leute beklaue. Kann ich auch verstehen. Gut. Wir sind schon wieder zwei Folgen hier von unserer letzten Mission entfernt. Rosa in Fiore. Da gehen wir doch mal hin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gehen wir doch mal hin. Klingt interessant. Vielleicht ist das wieder so ein Blumenmädchen, dem wir Blumen tragen können. Was seid ihr für welche? Ich fange euch einfach mal. Oder auch nicht. Pferd rufen. Ah, das ist praktisch unser Taxi. Hm, ich fühle mich erinnert an Red Dead Redemption. Die Teleporterpferde sind zurück. Yippie-yay. Aber wir laufen zu Fuß, denn das... Denn das bin ich von Assassin's Creed nicht anders gewohnt, dass wir zu Fuß laufen. Und deswegen laufen wir zu Fuß. Und ich will endlich unsere coole Wallclimbing-Fähigkeit zurück. So, da unten hätten wir einen Maler irgendwo, ne? Schauen wir doch mal. Was tut er denn nur? Ich klettere ein bisschen, ich halte mich fit, solltest du auch mal machen. So, Kunsthändler, können Sie Gemälde oder Schatzkarten kaufen? Schauen wir uns doch mal ein paar schöne Gemälde an. Ein Engel, ach wie schön. Sankt Michael, auch sehr schön. Auferstehung Christi, nicht genügend Geld. Meine Güte, was habe ich von Gemälden? Kann mir das irgendjemand sagen? Von euch kann mir das sicher jemand sagen. Sehen die einfach nur toll aus oder haben die auch irgendeinen tieferen Sinn? Würde mich mal so persönlich und auch für dieses Spiel natürlich sehr interessieren. Aber wir gehen mal zu Rosa in Fiore und schauen mal, was es da so zu sagen gibt, zu tun gibt. Wenn ich nur wüsste, wo das jetzt ist. Oder ist es das hier? Da rein? Oder so? Nee. Wir sind genau da. Aber exakt. So richtig. Oder ist es einfach nur dieses Bauwerk? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Vielleicht ja obendrauf. Kann ich mir zwar auch nicht vorstellen, aber man muss sich ja alle Möglichkeiten offen halten. Nee, wird schon grau unterlegt. Das Symbol da unten. Aber hier sehe ich doch was. Ein Banner. Hat sich doch wieder gelohnt, dass wir hier hochgekraxelt sind. Sieht schon sehr nach Rosa aus hier. Dennoch würde ich mal gerne wissen, was ist das hier? Da ist ein Tunneleingang. Gucken wir doch nochmal auf die Karte. Rosa in... Kann ich irgendwie reinzoomen? RS. Ah, verstehe schon. Rosa in Fiore. Mhm. Okay. Dann halt nicht, ne? Dann gehen wir auf diesen Aussichtspunkt. Oder ist es derselbe? Ist mir egal. Komm, wir gehen jetzt zu diesem Aussichtspunkt, dass wir ein bisschen wissen, was in unserem Auftragsgebiet so los ist. Und dann machen wir unseren Auftrag.
Das ist das Tolle an Assassin's Creed. Man ist nicht zwangsläufig an die Story gebunden. Man kann zwischendurch immer so andere Sachen machen, die einem Freude bereiten. Die euch wahrscheinlich total langweilen, weil ihr nur die Story sehen wollt. Und der Mond geht schon wieder unter. Oder ist das die Sonne, die aufgeht? Nein, es ist der Mond, der untergeht. Das heißt, da hinten wird gleich irgendwo die Sonne erscheinen. Und dann wird auch wieder Tag. Ja, und euch langweilt das wahrscheinlich total, dass ich hier die ganze Zeit irgendwas anderes mache. Aber ich finde das toll. Denn ich finde es toll, hier andere Sachen zu machen und nicht so schnell mit der Story durch zu sein. Und da ist unser Aussichtspunkt. Nee, ist er nicht. Da hinten ist ein Aussichtspunkt. Ich sehe ihn ganz genau. Das da ist ein Aussichtspunkt. Mit einer fetten Flagge. Nee, das ist kein Aussichtspunkt, das ist ein Borgia-Turm. Dann machen wir doch noch schnell den Borgia-Turm, komm. Der ist doch gerade hier um die Ecke und das machen wir doch mal schnell. Locker vom Hocker machen wir das. Da wird uns schon ein Hauptmann angezeigt, den wir unglaublich skilled töten werden. Oh, unser Ziel bewegt sich, okay. Och, komm. Aus zwei Meter Entfernung haust du mir einen Pfeil rein. Oh, lol. Ja, jetzt haben wir den FPS. Einbruch. Ja, und so ziemlich jeder Soldat in der ganzen Stadt ist auf uns aufmerksam geworden. Es war äußerst unklug, sich mit den Borgia anzulegen, Assassine. Auf ihn, Ragazzi. Lass den bluten Jungs. Oh, verdammt. Ah, okay, der kann das abwehren. Forza Borgia! Es war äußerst unklug, sich mit den Borgia anzulegen, Assassine. Auf ihn, Ragazzi! Okay, wir treten dich mal richtig cool. Und dann hauen wir mal richtig drauf. Es war äußerst unklug, sich mit den Borgia anzulegen, Assassine. Oh lol, vom Pferd auch noch. Aber den Typ hat's zerlegt. Lass den Blut. Todessehnsucht. Wenn ihr in einem Borgia. Es war äußerst und. Lass den bluten, Jungs. Forza Borgia! Von hinten. Es war äußerst unklug, sich mit dem Borgia anzulegen, Assassine. Auf ihn, Ragazzi! Es war äußerst unklug, sich mit dem. Lass den bluten, Jungs. Forza Borgia! Ihr habt wohl Todessehnsucht. Steyr, Tento, ich bin hier! Es war äußerst unklug, sich mit dem Borgia anzulegen, Assassine. Ihr habt wohl Todessehnsucht, wenn ihr in einem Borgia-Viertel auftaucht. Geht drauf, verdammt nochmal! Es war äußerst unklug, sich mit dem Borgia anzulegen, Assassine. Auf ihn, Ragazzi! Und nochmal voll drauf. Jawohl, wir haben ihn umgekickt. Hey, mein Kumpel. Wie lange bist du müde, Wirst? Ha! Jetzt habe ich dich aber genappt. Okay. Wir haben wieder unglaublich wenig Leben. Mal schnell gucken, wie viel Medi